Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns an, was eine Story in SAP Analytics Cloud ist und wie man diese erstellt. Bevor wir loslegen, bitte diesen Kanal abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Stories sind Hauptbestandteil von SAP Analytics, um Daten zu untersuchen und mit Hilfe von Diagrammen und Tabellen tiefe Einblicke zu gewinnen. Die meisten konzentrieren sich auf zwei Methoden zum Teilen von Daten, den Bericht und das Dashboard. Dashboards ermöglichen den Benutzern, ihre Daten dynamisch darzustellen und zu interagieren, während Berichte ein statisches Bild der vorhandenen Daten zeigen. Im Allgemeinen sind Dashboards optimal für alltägliche Analysen und BI-Anforderungen, während Berichte nützlich sind, um statische Daten darzustellen. Darüber hinaus eignen sich Dashboards ideal zur Aufteilung und besseren Überwachung bestimmter Metriken und Funktionen. So viel dazu. In SAP Analytics Cloud wird hingegen keine Unterscheidung zwischen Berichten und Dashboards vorgenommen. Als Story können somit einfache Berichte als auch vielschichtige und komplexe Dashboards erstellt werden. Du kannst die Stories mit Kollegen teilen und die Ergebnisse kommentieren. Eine Story besteht zunächst aus einzelnen Seiten, die verschiedene Formen annehmen können. Jeder dieser einzelnen Seiten kann mit Tabellen, Diagrammen, Texte und viele weitere Elemente befüllt werden. Im Regelfall basiert eine Story auf einem Modell. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, direkt Daten bereitzustellen, die innerhalb der Story verwendet werden. Während die Komponenten vielfältige Anpassungsmöglichkeiten für Grafikeinstellungen, Datenanbindungen und viele weitere Punkte bieten, sind die Story-Komponenten selbst so gestaltet, dass sie eine standardisierte Report-Erstellung ermöglichen. Das hilft, Stories schnell und automatisiert zu erstellen und ist beispielsweise ideal für Self-Service-Szenarien. Sehen wir uns nun an, wie du eine Story in SAP Analytics Cloud erstellst. Dazu wechsle ich zurück in die Startseite und navigiere im Menü und im Bereich Apps auf Stories und habe nun meine erste Auswahlmöglichkeit. Zu Beginn des Story-Erstellungsprozesses muss man sich für eine Layout-Option entscheiden. Wie hier zu sehen, gibt es im Responsives Layout. Das bedeutet, es ermöglicht die automatische Anpassung des Story-Inhalts an unterschiedlichen Bildschirmgrößen oder auch die Auswahl von Flexibel. Das bietet einen Raum, Daten zu präsentieren und verschiedene Objekte auf einer oder mehreren Grafikseiten frei anzuordnen. Dann gibt es noch das Raster Layout, vereinfacht die Darstellung von Tabellen, die für Planungszwecke benötigt werden. Es gibt auch die Möglichkeit von Vorlagen. SAP Analytics Cloud bietet Vorlagen mit vordefinierten Layouts und Platzhaltern für verschiedene Anforderungen. Diese können dann individuell angepasst werden. Wir erstellen nun für unsere Beispielstory eine flexible Darstellung, wählen einen optimierten Entwurfserlebnis aus. Habe nun eine erste leeres Arbeitsblatt sozusagen als Story. Zunächst werden wir nun eine Grafik einfügen. Dazu navigiere ich im Menü auf das Diagramm im Bereich Einfügen und klicke darauf. Nun erhalten wir eine neue Auswahlmöglichkeit und navigiere dort auf unsere gewünschte Datenquelle, sprich Datenset oder Modell. Ich gehe auf Öffentlich, Modelle und wähle die Purchase Order bzw. dieses Datenmodell hier aus. Anschließend wird nun diese Datenquelle angelegt. Und es wird nun das Konfigurationsmenü
sichtbar. In diesem Menü kann ich nun das Diagramm entsprechend konfigurieren. Ich kann zunächst angeben, ob es sich um Balken, Linien und oder andere Darstellungsmöglichkeiten handeln soll. In diesem Fall behalte ich die Darstellung der Balken- und Säulendiagramme mit horizontaler Ausrichtung. Und als erstes möchte ich nun unser Konten bzw. unser Measure oder auch Wertfeld angeben. Hierzu genügt ein Klick und habe nun vier Möglichkeiten, vier Measures, die ich in diesem Diagramm anzeigen kann. Wir wählen nun den Purchase Order Spend aus und erhalten entsprechend nun einen Wert. Als nächstes möchte ich diesen Wert auch noch hinsichtlich der Lieferanten darstellen. Das kann ich über die Dimensionen darstellen, indem ich hier auf Dimensionen klicke und mir den Supplier heraussuche. Ein Haken hier und ich erhalte nun entsprechend eine Darstellung der Einkaufsbeträge für oder nach diesen Lieferanten. Als nächstes kann ich dann noch diese Darstellung einer Sortierung unterziehen, indem ich hier auf diese drei Punkte klicke, auf Sortieren gehe und möchte eine Sortierung sozusagen absteigend nach dem Betrag. Ich kann nun den Bilder wieder ausblenden und mir im ersten Schritt das gewünschte Diagramm anzeigen lassen, indem ich hier rechts auf Anzeigen gehe. Hier gibt es dann auch noch interaktive Möglichkeiten der Filterungen oder Kommentierungen, die ich vornehmen kann. Wir möchten aber nun zu guter Letzt auch noch eine Filterung der Materialien vornehmen. Sprich, ich möchte für diesen Bericht einen Seitenfilter anlegen, der uns ermöglicht, nach einem Rohstoff zu filtern. Das kann ich wiederum im Menü machen, indem ich auf diese drei Punkte klicke und einen Filter aktiviere. Eine kurze Suche, wo sich dieser Filter befindet. Korrektur. Die Filterung müsste hier unter Mehr, unter Eingabefilter, ist dieser vorhanden und erhalten hier wiederum eine Auswahlmöglichkeit. Ich wähle auf Dimensionen und dann anschließend auf Commodity und kann hier angeben, ob ich nur nicht gebuchte Elemente anzeige oder gewisse Elemente ausschließe. In meinem Fall ist die Vorkonfiguration in Ordnung. Ich könnte auch hier noch eine Einfach- oder Mehrfachauswahl unterscheiden und werde nun diesen Filter entsprechend bei der Anzeige anwenden. Ein Klick auf diesen Seitenfilter in diesem Fall hatte die Dimension nicht übernommen. Ich werde es nochmal versuchen. Dimension. Genau.
Dimension, Commodity. Und muss hier noch eine Selektion vornehmen, welche Werte ich darstellen möchte. Ich bestätige mit OK und habe nun entsprechend diesen Filter hier. Jetzt kann ich diesen Filter noch hinsichtlich der Darstellung nach oben geben und angeben, ob die Beschreibung mit einer ID und einer Beschreibung ist oder nur mit einer ID. In diesem Fall belassen wir es mit der ID. Klicke auf Anzeigen und habe hier die Möglichkeit, über Filter und der Suche eine Filterung vorzunehmen. In diesem Fall ist diese noch sehr unglücklich, da ich nicht den gesamten bzw. den gesamten Auswahlpfad sehe und werde nochmals auf die Bearbeitung der Filter eingehen und hier überprüfen, ob alle Elemente aktiviert sind. Das sind sie. Und ich bestätige mit OK und habe nun die Möglichkeit, hier die einzelnen Rohstoffe entsprechend zu selektieren. Wir haben nun alle notwendigen Schritte durchgeführt, um eine erste Story mit einem nützlichen Diagramm und Filter zu erstellen. Du kannst die Story nun speichern und einen Namen vergeben und nun andere Kollegen bereitstellen. Damit hast du einen ersten Eindruck über die Arbeit mit dem SAP Analytics Cloud erhalten und auch die Anwendung kennengelernt. Des Weiteren hast du dadurch das Erstellen einer ersten Story den Umgang mit den grundlegenden Werkzeugen des Story Editors erlernt. Falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist und auch diesen Kanal abonnierst. Vielen Dank dafür und viel Erfolg!